Willkommen zurück zu Let's Play Nightmares from the Deep 2. So, jetzt sind wir hier und da hinten leuchtet der Leuchtturm. Hier liegt ein Dodermann. Er ist bewusstlos, schwierig zu sagen, wie schwer verwundet ist. Ich helfe ihm wohl besser. Das wäre wohl besser, wenn wir dem kleinen Fisch mal helfen. Gut, dann wollen wir dem kleinen Fisch mal helfen. Das haben wir hier. Ein Siegel aus dem Schloss. Das Siegel auf dem Schloss besteht aus zwei Hälften. Allerdings fehlt eine. Das ist schlecht. Dass da eine Hälfte fehlt, ist eher schlecht. Gott, jetzt aber endlich mal ins Wimmelbildspiel rein. Okay, wir sollen Sachen finden. Dinge, mäßige Dinge und Dinge. Okay, das Ding. Ein Ding. Das dahin. Okay, aha. Okay, das Teil. Wieso konnte ich jetzt hier außerhalb des Bildschirms klicken? Was soll das? Hoffentlich hat er jetzt vernünftig weitergemacht. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube erst wieder, wenn ich reingegangen bin und so. Ja, geil. Okay. Wo war ich jetzt? Genau, ich wollte hier weitermachen. Das Dingeling. Wo sind die anderen Scherben? Da ist noch eine. Die hatte ich gerade schon fassen wollen. 4, 5, 10. Okay, irgendwie muss ich die Zeit einstellen. Also wir brauchen die Zeiger der Uhr. Was? Er vertieft eine spezielle Form. Was? Die Parfümflasche fehlt eine Pumpe. Ey, was fehlt hier denn nicht? Der Schrank ist sehr schmutzig. Leute. Okay, ich muss jetzt erstmal das Pumpding von dem Ding finden. Okay. Pumpding und Zeiger. Fest verschlossen. So einfach erhalte ich die Uhrzeiger nicht. Kronjuwel fehlt in der Tiara. Und hier, da komme ich so nicht ran. Da brauche ich was, um das rauszuholen. Oida. Okay, also 4.15. Da fehlt der Griff. So, jetzt gleich lässt sich der Schrank nicht öffnen. Ah, ich kann den Griff. Ah. Ah. Okay, da ist das Pumpgrifflein. Dann packen wir den Pumpengriff da dran. Wir pusten den ein mit ein bisschen Alkohol und wischen ihn sauber. Dann öffnen wir. Da kommt das Ding rein. Ah, okay. Le tote Kopf. Le Köpfe du töten. So, dann kriegen wir die Zange. Mit der Zange können wir das Säureding da rausholen. Packen wir jetzt so an. Säure ist ja nicht so schlimm. Packen das da ran. Das Kronjuwel. Das Kronjuwel gehört hier ran. Wir kriegen die Zeigerchen. Sehr gut. Also gehen wir hier hin und stellen 4 Uhr 4 IV. Aber das. Hä? 12. 15. Ah, Moment, richtig rum vielleicht, das hilft. 4.15, dann kriegen wir den Esculap-Stab, von dem wir nicht wissen, wo wir damit hin müssen. Ach doch, hier müssen wir hin mit dem Esculap-Stab. Und dann kriegen wir hier Zeug und Klump. Riechsalz, ah, Riechsalz für den feinen Herren. Riech, du Sau, du. That damn beast hit me hard. If I don't get treated soon. Listen. No matter what happens to me, you have to find and open Davy Jones's chest to lift the fish curse. Take my map of Kingsmouth. It'll help you track down the man. Promise me you'll save Calliope. Okay, wir werden Calliope retten. So, wir haben unser... Ah, wir sind gerade in der Badewanne. Good. Also wir schauen mal, wir sind gerade hier in der Badewanne. Wo, wir müssen jetzt gerade in den Korridor runter, um das nächste Rätsel zu lösen. Okay, gehen wir mal zurück. Wir haben hier goldener Fisch und Beil. Da wollen wir nochmal gucken, was wir damit anstellen können. So. Ah, okay. Hier müssten wir wahrscheinlich uns mit dem Beil durchhacken, dass wir hier vorankommen. Ich brauche was anderes. Ich brauche was anderes. Okay, ein Seil. Das Seil nehmen wir mit und dann hauen wir uns mit dem Ball hier durch. Pock, pock, pock.
Come on, hack das Ding, hack das Ding, hacke, hacke, hack das Ding. Okay, hacke, hacke, brei, gehen wir weiter. Tor, rette die Sirene. Was? Help me, before Mayor Murray makes me his prisoner again. Ja, Calliope, hier, bitteschön. Okay, wir nutzen die werte Dame, um hier zu fliehen zu können, und dann ist Calliope weg. Calliope! Calliope! Oh nein! Die arme Calliope! Well, well, well. Okay. Also, Calliope ist jetzt weg. Und wir sind im Fischdorf. Fischmännchen-Männchen-Dorf. Okay, hier sind wir richtig. Hier gibt es Dinge zu tun. Oh, was war das? Da war doch gerade eine Eule. Komm, Eule, zeig dich. Zeig dich, du Eule. Ich gucke weg. Die war doch gerade hier. Eule, komm wieder her. Ich schaue jetzt nicht hin. Ich habe gesagt, ich schaue nicht hin. Was? Goldener Oktopus? Was? Da hat sich da was bewegt. Leute, oder... Kingsmouth sieht aus wie eine Stadt im 18. Jahrhundert ohne Elektrizität. Ja, da bist du doch. Ich wusste es doch. So. Blöder Papagei. So. Also, wir haben Golden Octopus, wir haben Was haben wir hier? Okay, die Angelschnur ist um irgendeinen Mechanismus gewickelt. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich ein Messerchen. Hi. Who are you? Are you the one making such a racket? You don't smell like the mayor or any of his goons or anyone from Kingsmouth at all. You probably got lost. Real lost. Pretty little town, isn't it? I'm glad I'm blind, so I won't have to witness the demise of Kingsmouth. You see, there was a time when we were just ordinary folk, not hideous fishmen. I'd drink to those times, but I'm short on rum. Can you procure a bottle for a blind man? Ja, gut. Also wir brauchen jetzt erstmal ein Schlückchen Rum für den Blinden. Klar, wir melden jetzt hier zum offiziellen Drogendealer für Kingsmouth. Ist doch klar. So, was haben wir hier? Die Symbole darüber sehen aus, als wäre eine Mischung der Symbole darunter. Vielleicht kann ich sie anders anordnen. Okay, dann sollten wir das Ding... Nein. Das hier. Okay, das ging jetzt schnell. Das ist schon richtig. Ich brauche was mit dem Zacken nach oben. Gibt's nicht. Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Oh, das ist da. Ha! Easy peasy, lemon squeezy. So. Stückchen verbannt. Ey, da war doch mit Sicherheit ein bisschen Alkohol für den blöden Sack. Mann, okay. Hier nehmen wir erstmal die Dinger weg. Unter der Abdeckung blinkt etwas. Vielleicht kann ich sie anheben und dann riskieren. Ja, wir können doch mit Sicherheit hier irgendwie... Oh Mann, da muss ich wieder irgendwas anderes holen. Okay, das funktioniert wirklich auf zum Torbogen. Hebe das Tor an. Juhu. Hi. Okay, wir nehmen die Kurbel mit. Wir nehmen die Kette mit. Sonst noch was, was wir hier klauen können. Das ist rostig. Ich muss es ölen. Okay. Olio extravergine. Also brauchen wir Öl. Okay, das ist der Kollege hier. Da kann ich nichts machen. Was kann ich hier im Tor machen? Oh, oh. Oh, die Geheimtür der Fischmenschen. Calliope! Calliope! Oh nein! Die arme Calliope! Meine Güte, was sollen wir hier machen? Okay, hier brauchen wir die beiden Zahnräder müssen sich gleichzeitig drehen. Das ist ja aber auch schwer, ne? So. Das war jetzt sehr schwer. Oh, Öl! Öl! Das nehmen wir noch mit.
Die Doppelscheiben des Uhrwerks fehlen. Ich muss sie finden. Okay, also erstmal Uhrwerk finden. Jetzt sollten wir mal... Was ist das hier? Eine Stange nehmen wir mit, natürlich. Sonst noch Wünsche? Goldenen Oktopus oder Papagei? Nein. Papagei. So, Öl haben wir doch hier jetzt, oder? Da. So, jetzt können wir hier das Ding mitnehmen. Schön. Sonst ist hier nichts. Ich werde später nach ihm suchen. Okay, das wird doch wohl ein Wirbelspiel. Hier können wir doch jetzt mal mit der Stange das Ding anheben. Dann die Ratte verscheuchen und das Ding mitnehmen. Eins von zwei Mechanismusplatte. Zahnrad. Okay, jetzt können wir doch mal hier hingehen. Gucken wir mal hier rein. Ich muss erst den mittleren Mechanismus ersetzen, okay. Wo habe ich denn den Mechanismus schon mal gesehen? Den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Jetzt helft mir doch mal auf die Sprünge. Also nochmal zum Mitschreiben. Da oben leuchtet wieder der Leuchtturm. Das Fahrrad haben wir durch. Da kommen wir noch nicht hin. Gehen wir zurück. Das haben wir durch. Da können wir zurück in den Korridor und er braucht rum. Okay, gehen wir mal hoch zu dem Kollegen hier. Vergasen wir den Jungen. You came back for me. Thank you. I'm in no shape to move, but I'll try to assist you. Not long ago, I was one of the mayor's Praetorians. But meeting Calliope opened my eyes. When I couldn't suffer Murray's lies any longer, I freed Calliope, and we fled. We promised each other that we would lift the fish curse from Kingsman. But today, the mayor found us. Please, follow after him and rescue Calliope. Here. Take my dagger. You'll need something to defend yourself in this cursed town. Gut, wir haben dem verwundeten Fischmann geholfen. Mit dem Messer, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich das Ding gesehen habe. Jetzt gehen wir nämlich mal zurück. Hierhin, da hing doch an der Angel, hing doch das Ding dran, oder? Haha, hier, Mr. Blitzmerker. So, wir schnibbeln das Ding frei. Gut. Dann lassen wir den Fischmann hier links liegen. Fischmann Nummer 2. Oder Nummer 10, je nachdem. So, jetzt haben wir hier unseren Mechanismus. Gut, das dreht sich oder das Ding da rein. Okay. Die Zahl bedeutet, dass die Zahnräder überlappen. Ich muss das Muster anpassen. Okay. Okay, ich kann ja alles wegnehmen. Oh Gott, ich kann ja alles tauschen. Okay, also das hier sieht schon mal gut aus. Das hier eher nicht. Aber Moment mal, das muss... Ach, die müssen genau in das Muster reinpassen. Ja, let's me mosch. Das passt. Das hier ist so fischzahnig. Das geht doch da hin. Jawohl. Nein, das ist auch fischzahnig. Das gehört hier hin. Der Arm vom Oktopus. Das Oktopodenarm. Wo gehört er denn hin? Nicht dahin. Doch, ist auch richtig. Hä? Okay, er hier gehört dahin. Der dahin. So, der gehört nicht dorthin, sondern auch nicht dahin. Das wird das schon ganz richtig. Nee. Also, das hier ist noch falsch. So ist das. Aber das gehört nicht dahin, oder? Nein. So, hallole. Hebe das Tor an. Ziel ausgeführt. Juhu. Open the gate. Und jetzt kann ich immer noch nichts durchsuchen. Mann, auf zur Promenade. Würde ich sagen.
Okay. Mayor Murray is stalling the Praetorians. What is he up to? Was führt der Sack im Schilde? Hier war doch gerade was. Jetzt gucken wir doch mal, was gibt's hier denn noch so? Hm? Oh, Messing-Seepferd. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir Seepferdchen, wir haben Papageien und wir haben goldenen Oktopus. Klingeling, noch ein Seepferd. Was? Ja, was? Der Zeitungsjournalist ist wegen Verbrechen gegen Bürgermeister Murray zur Fahne ausgeschrieben. Die Redaktion des Kingsmouth-Kuriers ist geschlossen, bis der Täter der Justiz übergeben worden ist. Ihm wird Anstiftung zum Aufstand gegen unseren Führer und Verleumdung mit falschen Anschuldigungen angelastet. Eieiei. Das ist aber nicht gut. Gar nicht gut. Okay, ich brauche erstmal einen Schlüssel. Eine Münze. Gut. Einen Schlüssel habe ich aber nicht. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Nightmares from the Deep. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.